Herr Landrat, was hat Sie als Kind glücklich gemacht? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin ja bekanntlich Geburtsjahrgang 1943. Das war also das, was ich dann bewusst erlebt habe, Nachkriegszeit, Vater arbeitslos, aus dem Krieg zurückgekommen. Ich will nicht sagen, dass wir arm waren. Wir hatten ein eigenes Haus, aber war Wohnraum bewirtschaftet. In dem Haus wohnten vier verschiedene Familien auf engem Raum. Es wurde das gegessen, was der Garten erzeugte. Das eigene Schwein wurde gefüttert, damit wir satt wurden. Das haben wir nicht als Not empfunden, das war einfach so. Und haben wir auch nicht als Armut empfunden. Und wenn Sie fragen, was mich in dieser Situation als Kind glücklich gemacht hat, dann war das nicht das Weihnachtsgeschenk, eine Eisenbahn nicht gekriegt zu haben, die ich mir immer gewünscht habe, habe ich nie gekriegt. Dann war das, ich war immer dann glücklich, wenn ich das Gefühl hatte, die Familie ist glücklich. Also die Familie ist zufrieden, Vater, Mutter sind zufrieden und spiegelten nicht wieder den Kampf um den Arbeitsplatz und das Geld knapp war. Ich bringe das mal auf den Punkt, das war Glück, war für mich Geborgenheit, Unbeschwertheit, wenn das wiedergespiegelt wurde durch in der Familie und Zuwendung. Das machte Glück. Haben Sie sich als Kind einmal arm gefühlt? Das ist eben bei der ersten Frage schon so ein bisschen durchgeklungen, ob das so das Gefühl von Armut war. Vielleicht, dass die Wünsche, die man hatte und die ich insbesondere dann hatte, als ich gewechselt bin, das ist, muss ich mal rechnen, 1953 gewesen, von der Dorfschule aufs Gymnasium Bückeburg. Bückeburg damals schon bekannt als Beamtenstadt, Bildungsbürgertum, und ich kam vom kleinen Dorf. Und dann haben sich natürlich meine Wünsche orientiert an dem, was meine Mitschülerinnen und Mitschüler hatten. Und diese Wünsche konnten von meinen Eltern nicht erfüllt werden. Das war eben das Fahrrad mit der Dreigangschaltung, das ich nie gekriegt habe. Das waren später, als man bewusster war, die Levi's Jeans, die ich nie gekriegt habe, weil es nicht zu bezahlen war. Heute würde man sagen, das war das Gefühl von Armut. Das war aber dann vielleicht einfach auch die Erkenntnis, weil das in einem Alter war, wo ich das schon reflektieren konnte. Aber das war dann doch so ein gewisses Gefühl von Zurückgesetztsein gegenüber oder Benachteiligung. Ich will mal so sagen, ein gewisses Gefühl von Benachteiligung von Haus aus, ohne dass ich meinen Eltern dadurch Vorwürfe gemacht habe. Ich kam vom Dorf. Und die kamen aus der Stadt, die hatten also wesentlich bessere Voraussetzungen von der Familie her, meistens aus akademischen Familien. Und ich kam aus der Familie, aus der ich kam, und habe dann diese Benachteiligung schon gespürt. Stimmt die Gleichung reich gleich glücklich? Also das stimmt nun überhaupt nicht, denn das ist ein Spruch, es gibt viele Sprüche, aber der Spruch gilt, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und gerade in Bezug auf Kinder gilt, dass eine Vielzahl von Bedürfnissen erfüllt sein muss. Und das habe ich, glaube ich, mit meinen Fragen vorher schon beantwortet. Ich habe eben als Kind Glück empfunden in der Familie, wenn die Familie glücklich war, wenn da Geborgenheit ausgestrahlt wurde. Man kann auch mit wenig Geld und mit Armut sicherlich glücklich sein, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man in den anderen Bereichen in puncto Bildung, Altersbewältigung, Gesundheit nicht benachteiligt ist gegenüber den anderen. Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Das ist ein Thema, das ist ja in der Presse jetzt gerade auch von unserem Jugendamt oder mit Ihnen und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja in vieler Beziehung diskutiert worden. Das ist eine ganz offene Diskussion. Natürlich hat Armut, wirkt sich Armut eben nicht nur finanziell aus, sondern das wirkt sich aus auf die Frage der Erwerbstätigkeit, oder ich fange mal an, wirkt sich aus auf die Frage der Bildung. Man definiert ja häufig auch arme Familien als sogenannte bildungsferne Schichten. Damit wirkt es sich aus auf die spätere Erwerbstätigkeit, schafft er den Hauptschulabschluss und damit kriegt er eine Lehrstelle oder kriegt er keine Lehrstelle. Es wirkt sich aus auf die Altersbewältigung. Sind die Eltern in der Lage, arme Eltern in der Lage, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie in den anderen, dass sie partizipieren am gesellschaftlichen, am Bildungsleben? Wirkt sich aus auf Emotionen,
wirkt sich aus auf die Frage Gewalt, Nicht-Gewalt bis hin zur Kriminalität, wirkt sich aus auf, kann sich, ich muss immer sagen, nicht wirkt sich aus, sondern kann. Ich muss immer davor sagen, kann sich auswirken auf Medienkonsum, auf soziale Kontakte, verminderte soziale Kontakte, Sucht und damit auch Gesundheit. Sucht, Gesundheit, wenn Sie mal nehmen. Man glaubt immer, mit Armut ist man nicht in der Lage, sich gesund zu ernähren. Man glaubt also, Fast Food ist mit weniger Geld leichter zu machen. Wir wissen, dass das nicht stimmt, aber die meistens geht ja Armut auch einher mit Mangel an Bildung. Und das führt eben dazu, zu falschem Ernährungsverhalten, zu Fettleibigkeit, weniger Bewegung für die Kinder. Das wissen wir, das erfahren wir über die Sportvereine im Jugendamt. So dass es also dann, dass man sagen kann, Armut kann sich auswirken auf Gesundheit. Konkret, wie Kinderarmut bekämpfen? Ja, da haben wir eine, wir also als Landkreis jetzt, ich spreche jetzt mal für den Landkreis, kann ich Kinderarmut nicht in der Form bekämpfen, dass wir sagen, das Kindergeld meinetwegen wird erhöht oder wir können mitdiskutieren, wenn es darum geht, wenn die SGB-II-Sätze erhöht werden, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die Gelder nicht in die Regelsätze für die Eltern fließen und dann die Eltern das Geld, die Gefahr besteht, dass die Eltern das Geld für sich selber verbrauchen, sondern dass wir einen Weg finden, dass das Geld, was denn als Transferleistung für die Kinder gedacht ist, dass auch bei den Kindern ankommt. Die Diskussion ist offen. Denken Sie mal daran, dass man dieses Starterpaket finanziert, dass man in Bücher, Schulbücher investiert, dass das auch tatsächlich dann den Kindern zugute kommt. Also nur, wenn ich gesagt habe, Geld allein macht es nicht. Also das ist ein Strang, dass man sehen muss, dass die Kinder finanziell so ausgestattet sind, dass sie an den Grundbedürfnissen partizipieren können. Das andere ist, dass man innerhalb des Netzwerkes, das wir geknüpft haben, das gesteuert werden kann durch das Jugendamt mit Hilfegewährung an die Eltern, dass die Eltern Hilfe abrufen können in Frage Erziehung, in Frage Betreuung. Und da setzen wir zurzeit ja ganz stark auf die Kindertagespflege, wenn es um die unter Dreijährigen geht, wir bauen aus die Kindertagesstättenbetreuung ab 3 Jahren, dass jedes Kind einen Kindergartenplatz hat, dass jedes Kind in der Krippe, also vorher oder in der Kindertagespflege betreut wird, um diesen einen Punkt, nämlich soziale Kontakte aufzunehmen, um das, was vielleicht ein Defizit in der Familie ist, aufzufangen durch Erzieherinnen, Erzieher, aber auch durch den Kontakt mit anderen Kindern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir setzen darauf, dass wir, wenn es um Sprachförderung geht, dass wir die Sprachförderung nicht erst ansetzen ein Jahr vor der Einschulung, sondern möglichst früher, dass es entsprechende Kurse gibt, Angebote gibt für die Eltern, in denen sie qualifiziert werden. Und nochmal zu sagen, Armut fängt nicht beim Geld an, Armut fängt im Kopfe an. Das heißt also ein Bewusstmachen, wie man mit einer finanziell klammernden Situation umgehen kann, um trotzdem an diesen anderen sozialen Kontakten, Bildungschancen nicht benachteiligt zu werden. Da gibt es Möglichkeiten und da müssen wir helfen. Kinderarmut, was würde Jesus dazu sagen? Also das ist für mich eine sehr schwere Frage, weil das so rational nicht zu beantworten ist. Jesus hat ja gesagt, dass die Kinder zu mir kommen. Jesus würde all das, was ich jetzt in rationale Pakete hier charakterisiert habe, würde er in einen tragenden Spruch packen, der mir jetzt so nicht einfällt. Also Jesus würde sich in jedem Fall für die Hilfe, für direkte Hilfe von Kindern einsetzen und Jesus würde die Gesellschaft auffordern, die Armut von Kindern zu beseitigen. Abschließend, was würden Sie einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Du bist als Persönlichkeit, als Kind du selber. Du bist ein wertvoller Mensch. Besinne dich auf deine Anlagen, auf deine Fähigkeiten, auf deine guten Seiten. Dann wird dir auch geholfen.
Danke für das Interview, Herr Landrat.